Moin Moin, heute mal ein paar Tipps zu Star Wars Squadron, sodass das Spiel von Anfang an richtig flüssig bei euch läuft. Viel Spaß damit! Ja, dann fangen wir einfach mal an. Es geht natürlich los mit der Schiffswahl und gut, da gibt es keine Wahl. Dann müssen wir natürlich den X-Wing nehmen, aus Kindheitsträumen. Und es gibt hier so eine freie Spielwiese, wenn man so will, wo man ein bisschen die Flugmanöver üben kann. Man kann sich aber auch nach und nach einfach mal Gegner spawnen lassen, die man dann bekämpft. Und hier würde ich euch einfach mal zeigen, was das Spiel so alles hergibt und welche Tipps und Tricks am Anfang wirklich hilfreich sind und elementar sind. So, alles läuft. Wir sind im Weltraum und du kannst kurz fassen, sieht ziemlich geil aus. Es fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Wie bei eigentlich jedem Star Wars Spiel hat EA es hier auch wieder geschafft, eine super Atmosphäre hinzukriegen. Die Musik macht es halt einfach. Aber fangen wir mit den Grundlagen an. Also grundsätzlich muss man sagen, eigentlich seht ihr alles in dem HUD. Wenn ihr es nicht unbedingt braucht, schaltet einfach alles im HUD aus. Das ist also alles außer das Cockpit aus. Das ist wirklich super geil einfach. Aber ich bleibe mal kurz stehen, da können wir hier einmal kurz erklären, was wir sehen. Wo wir jetzt am besten einmal kurz drüber sprechen, sind die drei Dots-Linien in der Mitte, mittig links. Einmal blau, rot und grün. Die blauen sind dafür für die Geschwindigkeit, die roten für die Schussenergie und die grünen sind für die Schilde. So, jetzt fangen wir einfach mal mit der Geschwindigkeit an. Bei der Geschwindigkeit kann ich mit dem linken Trigger die Geschwindigkeit steuern. So, wir waren gerade bei 0 und jetzt sind wir bei Full Speed. Und da kann man so ein bisschen immer hin und her spielen. Wichtig hierbei, das finde ich, sagt das Spiel nicht so hundertprozentig offensichtlich. Es gibt einen Optimalfall, wo man am beweglichsten und schnellsten zugleich ist. Oder wo die Kombination am besten für einen Dogfight ist. Und das ist hier diese Mitte. Und diese Mitte, das Spiel sagt euch das auch durch so ein Tü-tü kurz und dann wisst ihr, okay, ich bin in dem Bereich, der Spaß macht. Also der ist gerade in den Dogfights, ist das ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Und auch ganz wichtiger Tipp hier, versucht in Gefechten niemals den hier zu machen, niemals stehen zu bleiben. Weil von irgendwo kommt immer jemand und ballert auf euch. Das ist nicht gut. So, jetzt kann man aber mit diesem Energiehaushalt, den wir da gerade sehr mittig haben, kann man ein bisschen spielen. Wir können jetzt hier die ganze Energie übertakten auf die Geschwindigkeit. Und jetzt seht ihr schon, wie über der blauen Linie so ein gelbes Meter voll wird. Dieses können wir dafür nutzen, um einen sogenannten Boost zu machen. So, und das hat schon Star Wars Vibe. Das ist schon nice. Den könnt ihr benutzen. Und jetzt kommen wir zu dem Kniff, den das Spiel wirklich gar nicht erwähnt. Nämlich, ja, übertakten jetzt gerade, sprich das Gelbe lädt sich wieder auf. Und wenn ich jetzt wieder in den Normalmodus gehe, dann geht das nicht einfach weg, sondern läuft nur langsam weg. Das heißt, wenn ich frühzeitig anfange, mir diese Energie zu speichern, dann kann ich die auch im Kampf noch nutzen, obwohl ich gar nicht mehr darauf getaktet bin. Dann kann er jetzt trotzdem noch in den Boost-Modus gehen. Ich finde, das ist super, super praktisch und das gibt auch eine richtig schöne Tiefe dem ganzen Spielsystem, weil das natürlich bei den anderen zwei Funktionen auch so läuft. Und da gehen wir jetzt mal weiter drauf ein. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, dem Ballern. Beim Ballern seht ihr hier oben diese roten Punkte, die nach und nach weggehen. Das heißt, irgendwann läuft das Gewehr heiß und jetzt kann ich nur noch so vereinzelt schießen. Das macht natürlich nicht so viel Spaß. Wenn ich jetzt voll takte auf die rote Energie, aufpassen, dass wir den gegenfliegen, dann geht wie immer die rote Linie voll, aber es kommt auch noch eine weiße Linie drauf. Und diese weiße Linie sagt uns im Endeffekt, wir können jetzt doppelt ballern. Das heißt, wir können die weiße Linie runterschießen und danach nochmal die rote. Auch hier, ich mache es jetzt mal nicht komplett runter, wenn wir jetzt wieder in den Normalmodus gehen, haben wir etwas länger noch diese doppelte Energie. Sie läuft langsam runter, keine Frage, aber wir haben sie noch. Das ist ein ganz wichtiger Schachzug, den ihr gerade in engen Matches immer mal wieder berücksichtigen solltet. Da müsst ihr wirklich drauf achten. Jetzt kommt zum dritten Punkt und das sind die Schilde. Jetzt seht ihr gerade rechts im Cockpit, seht ihr mein Schild, das ist ganz normal grün.
Das heißt, ich habe einfach Schild komplett ums Schild. Wenn ich jetzt die Energie übertakte, geht so ein weißer Schleier nochmal darüber. Ich finde, das ist optisch schon ein bisschen mit am schlechtesten gelungen, weil es doch sehr unauffällig ist. So, das heißt, jetzt haben wir im Endeffekt Doppelschild. Und auch hier, wenn ich jetzt wieder in den Normalmodus gehe, das Schild geht gar nicht runter. Das ist ein bisschen der Sonderfall. Das Schild geht wirklich nur im, wenn ich angeschossen werde, runter. Das heißt, gerade das Schild sollte ich am Anfang einmal vollladen. Easy going. Dann, was haben wir noch? Wir haben jetzt ein bisschen Advanced-Techniken. Wenn wir jetzt gerade beim Schild sind, können wir auch mal falscher Knopf, zeigen, dass es beim Schild auch noch die Funktion gibt, alles aufs Bug zu setzen oder alles aufs Heck. So, dass die ganze Schildenergie nach hinten gerichtet ist. Und das ist ein super Feature, wo man aber das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man weiß, okay, gerade ist hinter mir einer, dann mache ich das hinten rein. Aber vorne kann es mich dann halt auch voll erwischen. Und da muss man wirklich ein bisschen Erfahrung sammeln, wann es Sinn macht, da umzustellen. Auch ganz wichtig, durch Druck einmal auf Viereck kommt man wieder in den Standardmodus. Das hat mir sehr oft geholfen, dann, wenn es hektisch wurde und ich auf einmal das Schild wieder ändern musste. Dann haben wir noch einen kleinen Lifehack mit dem Geschwindigkeitsboost. Das nennt sich Driften. Und ich finde, mit dem X-Wing Driften, das klingt einfach schon geil. Und das macht ihr, indem ihr einfach die übertaktet. Oder, also auf jeden Fall braucht ihr dafür diese gelbe Boost-Energie. Weil dann geht ihr einmal in den Boost, lenkt in die Richtung, wie ihr driften wollt. Und wenn ihr eingeschlagen habt, lasst ihr den Boost wieder los. Und dann seht ihr, wie ihr wirklich sehr smooth um die Kurve driftet. Was ich wirklich sehr geil anfühle, muss man echt sagen. Das ist sehr gelungen. Und dadurch kann man wirklich sehr, sehr schicke Wendemanöver machen. Das kann man noch weiter vertiefen durch Microdrifting. Aber das erkläre ich jetzt hier an dieser Stelle mal nicht. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann können wir auch gerne noch mal ein zweites Tutorial-Video machen, wo wir auch ein bisschen auf die PvP-Mechaniken eingehen können. Das sind so diese Standardmechaniken, die man bei der Energieverteilung beachten sollte. Was ich auch noch sehr wichtig finde, dazu holen wir uns einfach mal eine feindliche Staffel dazu. Die Gegner kommen und ich fange einfach schon mal an, mein Schild voll zu machen. Jetzt sehen wir da am Horizont die Gegner und man kann mit verschiedenen Möglichkeiten Gegner markieren. Ich habe es jetzt zum Beispiel gemacht, indem ich L2 gedrückt habe, dann markiert er das Schiff, was ich gerade angucke. Das kann ein Feind sein, das kann ein Teamkollege sein. Wichtig ist, ihr seht dadurch, wie weit die Gegner weg sind. Hier sehen wir jetzt noch, sehr gut, im Cockpit auch, immer das, der Gegner oder die Einheit, die wir gerade anvisieren, wird uns angezeigt. Ne? Hier ist ein TIE Reaper, den treffe ich leider noch nicht. So, der hat jetzt gerade noch ein Schild, das Schild baller ich ihm weg, das Schild ist jetzt fast weg und so sieht man immer, wie es dem Gegner gerade auch geht. Finde ich sehr praktisch. Dann gibt es noch die nächste Möglichkeit, mit X kann man Gegner hinter einem markieren. Also mit zweimal X drücken markiert man immer die Gegner hinter einem, die einen gerade angreifen. Und mit einmal X switcht man zwischen den Gegnern hin und her. Oder den Einheiten. Hier sind ja gerade nur Gegner, deswegen. Auch das ein super Feature, wenn man wissen will, von wo der Gegner gerade kommt. Weil das sieht man ja manchmal dann gar nicht. Und so kann man dann auch seine Ausweichmanöver darauf abstimmen. Wie ich finde, ein sehr gutes Feature, aber auch, dass man mit X zwischen den Gegnern hin und her ausweichen kann, finde ich sehr praktisch. Weil so kann man auch, wenn man eine Support-Klasse ist, schön schnell zwischen seinen eigenen Teamkollegen hin und her switchen und die dann heilen. So, das sind für mich so praktische erste Tipps gewesen, die mir wirklich das Spiel deutlich vereinfacht haben. Und mir sehr viel Spaß mit dem Spiel gebracht haben. Das ist, muss ich wirklich sagen, hier nochmal ein kleines Fazit an der Stelle. Star Wars Squadrons macht wirklich viel Spaß. Also gerade Leuten, die Bock auf Dogfights haben, kann ich dieses Spiel nur wärmstens empfehlen. Klar, wenn man Star Wars Fan ist, dann muss man eh spielen, weil ich finde gerade diese Singleplayer-Story hat mich schon sehr überrascht. Die ist gut gelungen, ist jetzt kein Meisterwerk, aber macht dennoch viel Freude. Also würde ich sagen, bevor mich jetzt hier die TIE Fighter platt machen und es unangenehm für mich wird, beenden wir das Video hier. Wenn ihr Bock habt, dann können wir gerne nochmal ein Video zum Multiplayer machen, weil da gibt es natürlich auch noch ein paar Tücken, viele verschiedene Klassen,
und auch viele verschiedene Modi. Aber lasst einfach mal einen Kommentar dazu da, wenn ihr darauf Bock habt. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, das war Star Wars Squadrons und meine Anfänger-Tipps. Ich hoffe, sie haben euch viel geholfen und wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Wie gesagt, berichtet einfach mal in den Comments. Aber hier unten seht ihr noch einmal, wie Sepp und ich sehr, sehr viel Spaß bei Tony Hawk's Pro Skater 2 hatten. 1 und 2, sorry. Und daneben seht ihr noch einmal die Releases vom Oktober. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Viel Spaß, haut rein!